Hi Herbert, wie geht's dir? Gut. Gut, im Hier und Jetzt. Das ist gut. Wir sprechen ja heute über dein neues Album. Und ich habe mich gefragt, 2018 erschien Tumult, ist jetzt auch ein paar Jahre her. Wir mussten alle auf ein neues Album seitdem warten. Musstest du dich aufraffen oder geht es eh nicht ohne? Nee, ich warte immer so lange, im Grunde genommen wirklich wie mit dem Essen, wenn ich wieder Hunger habe, dann probiere ich aus, dann fange ich an zu schreiben. Und wenn ich merke, aha, der Hunger ist so groß, das kommt was, passiert was, dann ist es das Signal, wo ich sage, okay, geht wieder. Also habe ich immer an Platten gearbeitet, also ich habe keine Verpflichtung, eine Platte zu machen. Also gleichzeitig mache ich gerne Platten, auch um aufzutreten, also auch live zu spielen für uns alle als Band. Aber ich warte wirklich so lange, bis ich das Gefühl habe, ich habe wieder Hunger. Und dann geht's los. Und dann setze ich mir ganz klar auch einen Endtermin, sage ganz klar, bis dahin, da muss die fertig sein, wie im Theater, da ist Premiere. Weil damit ich nicht so endlos vor mich hin fussel und fassel. Und dann geht's los. Und dann steigt der Druck natürlich, weil den habe ich mir selber gemacht und so geht's dann los, ja. Genau, du hast ja über 100 Songtexte geschrieben. Da nicht alle auf so ein Album das draufschaffen, lese ich daraus, dass du eigentlich uneitel bist im Loslassen von Ideen, ne? Also ich bin wütend, wenn mir was nicht gelungen ist, weil ich immer ganz selig bin, wenn mir überhaupt ein Text gelungen ist. Und wenn ich dann aber merke, der passt nicht auf das Lied oder der ist zu schwach oder der leiert ganz schnell aus, die zweite Strophe, schlafen die schon die Socken ein, dann bin ich auch genervt. Aber dann weiß ich, es ist Pech. Also ich beschreibe das immer so, im Grunde genommen ist das so ein bisschen ähnlich, als wenn du in den Laden gehst und willst dir was zum Anziehen kaufen und siehst ein Mörderjackett oder ein Pulli oder keine Ahnung, oh, das ist super. Dann gehst du in die Umkleidekabine und ziehst den an und sagst, das Ding ist gut, aber auf meiner Figur sieht das total bescheuert aus. Also es passt einfach nicht auf die Musik. Und das ist das Drama. Das ist die Tragik eines Textes, der muss halt genau sitzen. Weil mir ist die Musik so wichtig, dass ich Angst habe, ein schlechter Text macht die Musik kaputt. Aber ich bin dann auch ein bisschen überhysterisch, aber ich kann dann auch, also wegschmeißen kann ich dann gut, wenn ich dann einmal dabei bin. Also ich sitze jetzt nicht zu Hause und denke, jeder Satz, den ich schreibe, ist überhaupt ein Kunstwerk. Also im Gegenteil. Ja, wie läuft denn so der Schreibprozess bei dir? Fließt er dann vor sich hin oder hast du dann Versatzstücke, die du dann neu zusammensetzt? Ich lese wahnsinnig viel. Ich lese viel Texte, ich lese viel Zeitungen, ich lese viel Lyrik, ich lese andere Songs, also alles an. Und es gibt immer Worte, die mich dann loskicken. Das kann ich gar nicht beschreiben. Also mein Kopf wird durch ein Wort angefeuert, das Wort benutze ich aber nicht. Also es sind so einfach so Sätze, die mich dann antreiben. Ich sage, oh, das ist ein guter Satz. Und der setzt bei mir im Kopf was anderes frei. Und deswegen lese ich auch immer ununterbrochen. Oder ich habe auch in meinem Telefon auch seitenweise Notizen, von denen ich, glaube ich, keine einzige benutzt habe. Aber die lese ich dann so in dieser, also wie so ein Wortfeuer. Und dann schreibe ich und schreibe ich und schreibe ich. Und dann kommt ab und zu ein Satz, wo ich denke, ach, der ist aber gut. Der ist ja irgendwie, ich weiß noch nicht, was ich damit mache mit dem Satz, aber der ist gar nicht so schlecht. Oder unter den Brücken fahren die Kähne und darüber die Sehnsucht geht oder keine Ahnung. Das ist totaler Schrott, aber klingt ganz gut. Und dann fängt das an, Gestalt anzunehmen, weil dann habe ich das Gefühl, ich schreibe so aus meinem Unterbewusstsein Dinge raus. Natürlich überlege ich mir vorher, worüber willst du ungefähr schreiben oder was. Aber das ist alles völlig wild. Alles völlig wild. Und dann hoffe ich, dass ich Glück habe, dass dann Sachen bleiben. Und dann fange ich an, mir die Form eines Liedes zu nehmen und versuche die auf die Form, also auf die Silbenform zu schreiben des Liedes. Und dann misslingt mir das, aber dann habe ich schon mal die Form des Textes. Also wie viele Silben das haben muss, wie der Refrain sein muss. Und dann schreibe ich weiter, bis ich dann einen Text habe. Und ich bin da wahnsinnig unsicher, also irre unsicher wie ein Text. Wundere mich im Nachhinein dann auch immer, wenn es dann mal gesungen ist, ist es dann 2 Monate später schon, ja, ist doch völlig okay. Aber das war früher einfach. Also früher zum Beispiel Bochum. Also zum Beispiel ein Lied wie Bochum würde ich heute nie mehr durchgehen. Bochum, ich komme aus dir, Bochum, ich hänge an dir. Ah, Bochum, direkt in den Müll schmeißen. Direkt wegschmeißen. Früher habe ich halt Bochum, glaube ich, habe ich die Platte gemacht in, ja, alles zusammen, schreiben, aufnehmen, mischen, 3 Monate, 3,5 Monate. Und jetzt arbeite ich, weiß nicht, 1,5 Jahre an der Platte oder so. Wie schaust du dann auf die alten Songs zurück? Ja gut, aber eifersüchtig, dass ich nicht mehr so naiv bin. Also das ist dann eher so die Eifersucht, dieses Ungestüme einfach. Und das versuche ich mir aber trotzdem zu erhalten, aber ich bin natürlich jetzt 40 Jahre weiter. Das ist natürlich eine andere. Und ich bin nicht, weil ich älter bin, jetzt nicht mehr ungestüm,
Aber der Kopf oder die Zweifel sind natürlich anders, als ich die hatte mit Mitte 20. Oder? Ich hatte gehofft, das geht irgendwann vorbei. Nee, das wird immer schlimmer. Und die Dynamiken der Zeit sind jetzt natürlich auch extrem gewesen. Also bei der Platte kann ich mir auch vorstellen, ein Song, den du am Anfang geschrieben hast, der ist dann von der Zeit relativ schnell überholt worden, weil die Ereignisse dauernd kamen. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Wir haben ja wirklich Jahre erlebt mit so viel einschneidenden Ereignissen, die jedes Mal vielleicht einen alten Song plötzlich ganz anders aussehen, klingen lassen. Also hattest du damit auch zu schaffen diesmal? Ich hatte grundsätzlich damit zu schaffen, dass diese Zeit natürlich, also für alle und für mich natürlich auch komplett absurd war quasi. Also verängstigt, nervös, besorgt. Das hatte ich natürlich auch noch nie in meinem Leben. Und darauf eine Platte zu schreiben oder Texte zu schreiben oder worüber überhaupt oder was, oder das war schon richtig komplex. Also das muss ich sagen. Also ich schreibe das auch in einem Booklet, habe ich geschrieben. Es war wie auf so einer Luftmatratze. Texte zu schreiben. Man hatte gar kein Fundament halt. Ja, man schrieb quasi immer in so einem wankelnden, in so einer wackelnden Attitüde. Und dann kam immer wieder das Nächste. Ne? Dann kam immer wieder das Nächste. Dann kam die Ukraine, dann kam der Iran, dann war noch Syrien, das haben wir sogar noch so ungefähr. Dann hat man irgendwas noch vom Jemen mitgekriegt, so halb, aber auch nicht richtig. Aber es waren ja latent ununterbrochen Neuigkeiten. Dann die ganze Situation mit dem Verschärfen des Klimas und die Ängste vor Corona. Also das ganze Durcheinander, das war schon, in der Form habe ich das natürlich auch noch nicht erlebt und in der Form habe ich auch noch nie eine Platte gemacht. Und insofern war die generelle Unsicherheit, die man eh schon hat, die Selbstzweifel wurden natürlich noch zusätzlich gesteuert, weil man selber auch gar nicht mehr weiß, wo geht's hin. Also das ist ein Unterschied. War auch schon ein Riesenunterschied zu Tumult. Ne? Da war es ganz klar, da war natürlich auch die Situation, also auch schon seit dauernd jetzt mit den Geflüchteten 2015 und dann der Rechtsruck in Deutschland, das war bei Tumult ja ganz elementar. Aber das war hier war das ja alles viel diffuser, ne? Die Situation ist viel diffuser. Aber ist dann das Schreiben für dich auch irgendwie therapeutisch? Naja, zumindest die Musik ist therapeutisch. Also Musik zu machen, das ist schon dann so ein Riesendruckventil, würde ich sagen. Also da kann ich wahnsinnig viel Druck ablassen, allein an Musik zu arbeiten. Also ich singe auch immer für mich, allein das Singen, ich singe ja jeden Tag auch für mich vor mich hin so am Klavier. Das ist schon unglaublich hilfreich. Aber dann zumindest ins Studio zu gehen und zu sagen, komm, wir machen jetzt wieder Musik. Egal, was wir machen, aber Hauptsache wir sitzen hier und machen tüdelüdelüd oder tütütütütüt oder keine Ahnung. Das ist schon riesen Hilfe, ja. Das ist eine wahnsinnige Hilfe, um aus diesem irgendwie in deine eigene innere Welt zurückzukehren. Also das ist wie so ein ist natürlich auch ein Fluchtpunkt, die Musik. Spürst du aber eine gewisse Verantwortung, was die Hörerinnen auch angeht, dass die von dir ja auch so eine Art Weg mit erwarten könnten? Das ist interessant, das kommt hauptsächlich von außen, verrückterweise. Also ich selber versuche halt sicherlich keinen Unsinn zu schreiben oder so, aber letztendlich sehe ich das schon, was ich mache, als ja Pop. Das ist Pop. Und im Pop, also für mich ist Rock oder Musik generell ist politisch. Aber ich finde nicht, dass man ununterbrochen probieren muss, das jetzt mit Gewalt auch zu bedienen. Ne? Also Musik als solches ist schon mal politisch, weil sie Leute motivieren soll oder Kraft geben soll. Ne? Dann ist schon mal losgelöst vom Text als erstes. Und dann kommt noch der Text dazu. Und ich finde, und dann merke ich eher von außen, aber du weißt ja, du weißt, die Leute hören die Texte. Also die von außen kommt der Druck schon, wo die Leute immer sagen, ja, aber es ist ganz wichtig, dass du jetzt, ich sage ja langsam, also jetzt wirklich, ich hoffe, dass ich überhaupt mal eine Platte hinkriege. Ich kann ja jetzt nicht, ich bin ja kein Beauftragter, ich bin ja ich habe ja nicht die Verpflichtung, irgendwelche Lebenshilfe zu schreiben. Wenn mir was gelingt, aber ich glaube eben auch ein melancholisches Liebeslied oder so kann einen in einer komplexen Gemütslage genauso stützen wie ein explizit politisches Lied, was den Text angeht. Also das sehe ich nicht, da sehe ich an sich keinen großen Unterschied. Ist es überhaupt möglich für dich, nicht politisch zu sein, auch wenn du es vielleicht gern mal wärst? Also ich denke, also erstmal finde ich Politik nichts Besonderes. Ich finde, in Deutschland wird immer so gesagt, ja, aber sie sind ja politisch oder sagen auch Künstler oder Menschen von sich, ich bin nicht politisch. Das stimmt ja nicht. Wir sind alle politisch. Politik hat ja nichts, ist ja nicht mehr als das Zusammenleben von Menschen. Das fängt in der Beziehung an, geht über Familie, geht über den Staat. Wir sind alle politisch. Immer. Gleichzeitig ist für mich, also da komme ich halt her. Ich meine, ich komme aus den 60er Jahren, 70er Jahren. Bin groß geworden halt mit, also für mich war Rockmusik immer politisch, ist es auch bis heute, auch der Hip-Hop, auch der Rap, alles, jede Musik.
Und insofern will ich schon gucken, wozu kannst du was sagen? Wozu hast du eine Meinung? Was ist, ob ich das dann in Text hinkriege, ist eine andere Frage. Aber ich versuche es zumindest. Oder ich habe umgekehrt, ich habe jetzt auch zum Beispiel bei der Platte, bei der CD gibt es ein kleines Heft, wo man auch sieht, was sind die aussortierte Texte. Also einfach mal ein paar. Also Fragmente, dass man einfach mal sieht. Und ich weiß zum Beispiel bei der letzten Nummer, bei Tomo, hatte ich auch eine Version geschrieben über dieses latente Drama zwischen Ost und dem sogenannten West- und Ostdeutschland, was ich schon inzwischen überholt finde. Und der Text ist sicherlich gut, aber er hat es nicht geschafft. Ne? Also er hat es dann trotzdem nicht geschafft. Er war gut und denke ich auch als Text ist er sicherlich nicht blöd. Aber das heißt, nur weil was politisch ist, ist es nicht gleich gut. Ne? Also es kann das meine ich. Das, man kann sich nicht mit einem politischen Text das Niveau des Stückes erkaufen. Das ist ja schön, das passt ja, was du gesagt hast, dass das Persönliche auch das Politische sein kann, weil diese Leseart der Politik ist ja oft eher eine Systempolitik-Leseart und weniger diese Polis, also wir leben zusammen. Richtig. Und das Album hat ja wahnsinnig viele eigentlich Liebeslieder oder persönliche Songs, und die trotzdem aber genau diese Prozesse prägen und stimulieren, dass man so Mut bekommt, also Zuspruch, Hoffnung. Das sind ja alles so Prozesse, die quasi verbunden sind mit den großen politischen Themen der Zeit, aber von einer anderen Perspektive dran ansetzen. Ja, es geht ja genau darum. Ich denke, in dem Zusammenleben steckt eben die größte Kraft und die größte Dynamik, wenn man es hinbekommt zu begreifen. Also für mich ist auch Heimat zum Beispiel. Heimat ist sicherlich teilweise, kann man es definieren, wenn man will, wo komme ich her, wo. Aber wenn man seine eigene Heimat beschreibt, ist letztendlich das Zusammenleben mit den anderen, die Stimmen der anderen. Wie fühle ich mich von meinen Freunden, mit meiner Gemeinschaft geborgen? Wie fühle ich mich von denen beschützt, verstanden? Das ist Heimat. Insofern kann ja auch jeder Mensch in anderen Ländern schwierig, aber dennoch auch Heimat finden, weil er merkt, ich habe das Glück, zumindest 8 Leute gefunden zu haben, die mir zuhören und die mir zusprechen. Das ist auch Heimat. Und das finde ich, und deswegen entsteht Heimat auch in diesen Zweier-, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Beziehungen. Also allein schon in der engsten Beziehung oder in der Familie, auch manchmal nicht in der Familie, aber generell halt mit den Menschen, mit denen man zusammenlebt. Und insofern ist jedes Zusammenleben auch politisch. Woher nimmst du diesen Optimismus in diesen Zeiten, die teilweise ja schon ein bisschen düsterer sind für viele, wo viele auch Optimismus verlieren? Ja, weil ich weiß nicht, ich kann das nur beschreiben. Ich denke, also erstmal bin ich ein Menschenfreund. Also ich finde, und das habe ich glaube ich von meinem Vater. Mein Vater hat Menschen geliebt, also er fand Menschen irre. Der weinte auch vor Glück. Also er hat mich zweimal weinen erlebt, wo er wirklich nur, er hatte sehr viele Freunde und saß mit denen auch. Wir haben viele bei uns zu Hause, wir hatten ein ziemlich offenes Haus. Meine Mutter kochte ununterbrochen und er freute sich. Und der beschrieb eben immer, sagt, das Einzige im Leben sind die anderen Menschen, also die Freunde, die anderen Menschen, die dir wirklich das Leben gestalten. Und ich finde, wir neigen dazu, also ich weiß nicht, ob das eine deutsche Mentalität ist, wir neigen dazu, in allem immer das Problem zu sehen. Also wir lassen gar nicht zu, dass sich Dinge entfalten oder dass wir Dinge auch hochleben lassen, weil wir sofort immer zur Hand haben, aber. Also dieses, und ich finde einfach, wenn man jetzt sich mal zurückdenkt über die letzten 7, 8 Jahre, hat die Gesellschaft in Deutschland Beeindruckendes geleistet, nämlich von sich aus sind die ganz, ganz viele bis heute sind Menschen entgegengetreten und haben gesagt, ich versuche dir hier eine Obhut zu geben. Das ist einfach eine riesen Leistung. Über die wird gar nicht gesprochen. Ne? Also wird gar nicht, und nicht, wir sind die Dollsten oder die Größten, sondern einfach, was leistet eigentlich die Zivilgesellschaft? Und die Zivilgesellschaft, selbst auch in der Pandemie, haben sich wahnsinnig viele bemüht, solidarisch in irgendeiner Form sich zu verhalten. Das ist auch, das muss man einfach mal, also das heißt, es existiert eine gewisse Reife in der Gesellschaft. Ne? Mit allen Auswüchsen, mit allen Komplexen und Problemen. Aber wenn man nur, sobald man einmal über die Ruhe hat, darüber nachzudenken, was haben wir eigentlich getan oder wer sind wir oder so, und sofort kommt, ja, aber da gibt es Proteste gegen Flüchtlingsheime und so, dann will ich das nicht kleinreden. Aber das ist nicht das, das überlagert dann das Thema, worüber geht's? Und für mich geht's schon immer, auch seit der Wiedervereinigung, geht es, wer sind wir, wer wollen wir sein und wo sind wir bereits? Vor einer Woche oder zwei Wochen habe ich einen Herrn getroffen im Bahnhof in Potsdam.
Und das sind dann, und der kam auf mich zu, ein ganz langer Kerl und war total nett und sagte, ja, ich, sind Sie doch Herr Grönemeyer? Ich sage, ja. Und dann sagte er, ja, ich wollte Ihnen einfach mal sagen, ich bin schon auch schon vor der Wiedervereinigung, ich komme aus der ehemaligen DDR. Ich möchte aber sagen, Ihre Musik bedeutet mir wahnsinnig viel. Da habe ich gesagt, danke, das finde ich ja sehr nett. Ja, und ich möchte, soll ich mal sagen, was mein Lieblingslied ist von Ihnen? Und da sage ich, ja, was meinen Sie? Sagt er, Grönland. Dann dachte ich, boah, das hat noch nie einer gesagt. Noch nie. Und das Lied heißt, das Lied geht, habe ich 93 geschrieben, 92 geschrieben, geht um die Wiedervereinigung. Und damals die ganzen Auswüchse mit Hoyerswerda und dann in dem Lied heißt es, Brandspuren ziehen durch die Gemeinde als Symbol für den Bruderkrieg. Ich erzähl dir mein, also hör mir, ich erzähl dir mein Geheimnis noch mehr als wenn du mich fragst. Also es geht darum, hör mir einfach mal zu. Ne? Hör mir einfach mal zu. Und das habe ich damals geschrieben. Ich habe damals ja auch ein Jugendheim gemacht für rechte Jugendliche in Leipzig. Ich will damit nur erklären, ich fand das verblüffend, weil genau da geht es schon in dem Lied darum, wer sind wir? Wollen wir was erfahren voneinander? Wollen wir miteinander reden? Wo wollen wir sein irgendwann in 30 Jahren? Jetzt sind wir 30 Jahre später und für mich geht es einfach nach wie vor darum, ich möchte gerne, dass dieses Land einfach einmal erkennt, wer sind wir und was haben wir schon geschafft, aber gleichzeitig auch irgendwie einen Weg oder eine Idee finden, wo wollen wir in 30 Jahren stehen. Was erhoffst du dir, machen die Songs jetzt auf dem neuen Album, die ja wirklich von diesem Glauben sehr getränkt sind und von dieser Überzeugung, mit dem Publikum? Meinst du, in 20 Jahren kommt jemand und sagt, von dem mein Lieblingssong von dir? Eine Unterstützung für die Menschen, Kraft zu sammeln und sich aufzu. Also einfach so wie so eine, oder wie hat das Leonard Cohen gesagt, habe ich gerade nicht zufällig hervorgesehen. Er hat gesagt, es soll einfach einmal gut durchspülen. Und macht das, dass es los? Ja, auf jeden Fall. Fand es interessant. Das will ich ja nicht veröffentlichen. Ob das, fair, fair. Also wie viele Leute damit spülen, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich könnte man. Das ist auf jeden Fall ein Spülmittel. Du hast vorhin von deinen Selbstzweifeln gesprochen. Was mich interessieren würde, gibt es Menschen, Künstlerinnen, die dich auf dem Weg begleiten, während du schreibst, die dich vielleicht inspirieren, die dir aber auch sozusagen diese Zuversicht geben, das ist jetzt der richtige Moment, das geht, ich lasse das los, der ist soweit, der Song. Oder bist du jemand, der das trotzdem mit sich selber ausmacht eher? Ich habe für Menschen gekocht, so würde ich sagen, aber ich gehe jetzt nicht mit dem Brust und der Überzeugung an den Tisch, das war jetzt super, ich hoffe, es schmeckt. Ich weiß das, ich habe eher Angst davor, dass es nicht schmeckt. Also ich kann jetzt nicht brüllen, das schmeckt. Aber das ist, besser konnte ich jetzt nicht kochen in der Zeit. Das habe ich jetzt gekocht, fertig. Und ich hoffe, es schmeckt. So. Und die Zweifel bleiben mir. Also was ich da gemacht habe, das eröffnet sich mir erst nach, keine Ahnung, nach ein paar also nach einem Jahr, denke ich, anderthalb Jahren. Dann weiß ich, was ich da getan habe. Also ich weiß für mich, wo die Schönheiten liegen auf dem Album, wo ich sage, das ist was, was ich besonders schön finde. Ob sich das auf die Menschen überträgt, weiß ich nicht. Aber es gibt so Kleinigkeiten oder Sachen oder Stücke, wo ich sage, die haben was. Wenn ich das höre, dann freue ich mich. So. Aber das sind Nuancen. Das sind jetzt nicht alle 13 Songs. Aber ich habe die so gemacht, wie ich glaube, dass sie mehr ging nicht in dem Moment. Fertig. Aber zwischenspiegelst du die mit anderen? Also du hast vorhin die Dramaturgin ja auch erwähnt. Also im Sinne von, da gibt es schon Dialoge, die dann... Absolut, ja. Ich spiegel die, speziell die Texte, aber auch die Musik. Aber ich spiegel die mit Freunden, mit meiner Umgebung, mit meiner Familie. Hör da auch genau zu. Also auch die Texte, also die erarbeite ich mir eben auch mit Arisu. Oder lese dir die vor und diskutiere die dann. Und lese die dann noch anderen Menschen vor und so. Und dann komme ich aber immer wieder am Ende, höre ich mir dann auch alles an, höre mir auch alle Argumente an, aber komme dann am Ende wieder dahin, dass ich für mich selber entscheide, egal was die alle sagen. Also manchmal ändere ich es auch, aber generell bin ich dann auch einer, der auch dann sagt, das ist mir auch wurscht, also Hauptsache ich finde es gut. Du hast jetzt mehrmals schon Referenzen an das Theater gemacht, du hast jahrelang am Theater gearbeitet, warst Schauspieler. Also du hast sehr viele Rollen auch im Theater eingenommen. Wie prägt deine Zeit am Theater deine Arbeit denn heute noch so im Alltag? Also ich denke, die Zeit am Theater war für mich die wichtigste Zeit meines Lebens, würde ich sagen, mit Abstand. Wichtiger als Superstar sein? Der Superstar ist ja, da kannst du ja nicht viel lernen. Das ist ja, dann nur noch begleitet von Wahnsinn. Aber nein, die Theaterzeit war halt...
das war wie so ein Chemielabor einfach. Also das war einfach der völlige ununterbrochene Irrsinn von morgens 10 bis nachts um 3. Weil du kamst morgens ins Theater, du hast da gefrühstückt, dann erzählte dir einer, ich muss jetzt mal aufpassen, was ich sage, was er gestern Nacht, wie das gerade war gestern Nacht, mit welcher Arm wo war oder was auch immer. Beim Frühstück, du aßt gerade dein Brötchen, dann kamst du auf die Probe, dann atmetest du dich runter von jemandem, weil du so Kontaktübungen machtest. Dann gingst du mal ganz kurz, dann kamst du in die Maske, dann spieltest du abends Theater, dann machst du noch eine Abendvorstellung gehabt und danach gingen wir alle gemeinsam saufen. So, das machtest du quasi ununterbrochen. Jeden Klingt Tag. Sehr anstrengend. War wahnsinnig anstrengend, aber es passierte immer was. Irgendwas ging immer. Und da parallel dazu natürlich nicht nur mit den Regisseuren, sondern auch mit den Schauspielern hast du Sachen erarbeitet. Ist so alles völlig chaotisch, komplett chaotisch. Und das wurde dann auch noch beklatscht. Also du hattest alles. Du hattest alle Bestandteile des Lebens in die Verzweiflung, die Situation, also alle auch menschliche Abgründe von Depressionen bis suizidalen Themen. Es war alles da, aber gleichzeitig lebendig wie die Hölle. Es war einfach, es hat nur so geknallt halt. Ne? Und das hat mich einfach geprägt. Also hat mich geprägt und ich hatte dann noch das große Glück, also das weiß man heute nicht mehr, es gab ein Theatermann, der ist Peter Zadek. Das war, würde ich sagen, sicherlich so der, würde ich auch sagen, rückblickend, vielleicht in den letzten 60 Jahren dort der größte, vielleicht mit Peter Stein noch hier von der Schaubühne, würde man heute, glaube ich, sagen, der größte Theatermann in Deutschland. Und mit dem habe ich gearbeitet. Und dann hatte ich das wahnsinnige Glück, dass ich saß dann beim Hamlet in Hamme, das war so eine Inszenierung in so einer Fabrik. Und dann sollte ich als, weiß gar nicht wie alt ich war, 19-Jähriger oder irgendwo da in der Ecke, sollte ich den Fortinbras spielen. Das ist eine ganz kleine Rolle, aber für einen 19-Jährigen ordentlich. Prinz vor dem Brass. Und dann saßen die also 2 Wochen da rum in dieser Halle und diskutierten ununterbrochen, wer schon mal einen Geist gesehen hatte und Hamlets Vater. Und boah, ich dachte, das ist ja furchtbar. Was ist das? Und dann las ich so einen Shakespeare-Text. Und so, nee, ich glaube, ich gehe nach Hause. Und dann bin ich ausgestiegen. Was natürlich ein riesen Wahnsinn war, also bei Zadek auszusteigen, das war so ungefähr, als wenn du bei Scorsese sagst, ich trage jetzt nicht die Tasse über die Bühne oder im Café. Aber mit verblüffender Weise, und das war, deswegen erzähle ich die Geschichte, war, dass der mich dann trotzdem wieder ansprach und mit nach Hamburg nahm. Und das war das Verrückte, dass der, glaube ich, in meinem Leben der Einzige war. Also ich war jetzt nie doof, also ich war jetzt auch in der Schule, war ein guter Schüler und war auch, was ich machte, war auch nicht bescheuert, aber das war, glaube ich, der einzige Mensch in meinem Leben, oder zumindest damals, der sagte, der kann was. Der hat irgendwas, der Kerl. Und der schmiss bei der Generalprobe noch 2 Szenen um, komplett. Das wusstest du. Du konntest nie sicher sein, dass das, was du tust, am Ende so bleibt. Der schmiss am Abend vor der Premiere 1 bis 2 Szenen nicht aus Prinzip um, aber es konnte passieren. Und so arbeite ich auch. Ich schmeiß auch, ich habe zum Beispiel Bleibt alles anders, hatte ich komplett aufgenommen. Komplett. Und dann habe ich Alex Silber kennengelernt, mit dem ich jetzt seit 25 Jahren zusammen bin, und habe die ganze Platte weggeschmissen. Und habe eine Nummer behalten von der ganzen Platte. Mein ganzer Etat wegproduziert war schon weg, das ganze Geld war weg. Ich habe gesagt, fang nochmal von vorne an. Also dieses, und das mache ich immer. Und das gibt auch meine Band. Es wurde mal interviewt, wie das ist, mit mir zu arbeiten. Und dann sagte der Stefan Zobler, mein Gitarrist, also mit dem, der schmeißt dann in den Pool und wir wissen gar nicht, wo wir hinschwimmen sollen. Also ich habe keine Ahnung, was wir machen. Und der Walter Schönauer, der die Cover macht und auch die damals, und er sagte, der Herbert sagt zu mir, das Album heißt Porno. Da weiß ich, das heißt mit Sicherheit nicht Porno, aber ich bin schon mal drin. Also dieses Chaos, dieses Latente, und das ist nach wie vor mein Prinzip. Damit treibe ich wirklich viele zum Wahnsinn. Und es wird auch nicht einfacher im Alter, sondern eher komplexer. Aber nur dadurch halte ich auch das, was ich mache, am Leben. Also nur wenn ich bis zur letzten Sekunde, oder es gab zum Beispiel bei meinen Platten, kann man auch nachgucken, gibt es Texte, schon gedruckt, weil die müssen ja früh gedruckt werden, die sind dann bei der Platte nicht die gleichen Texte. Da habe ich noch Sachen verändert, obwohl der Text schon gedruckt war, habe ich dann trotzdem noch Sachen geändert. Nicht viele, oder aber Details. Es muss, für mich im kreativen Prozess, muss ununterbrochen die Nervosität bestehen, es ist noch nicht zu Ende. Und das habe ich am Theater gelernt. Gelernt, aber es entspricht aber auch meinem eigenen Wesen, so will ich es beschreiben. Aber die Lehrzeit am Theater war das Größte, was ich erleben konnte, ja. Du arbeitest mit vielen Leuten auch über sehr, sehr lange Zeit zusammen. Du hast gerade Alex Silver erwähnt, deine Band.
Warum hältst du so an quasi deinem einen Produzenten fest, deiner Band fest, statt bei anderen ist es ja viel fluider bei anderen KünstlerInnen? Ja, erstmal glaube ich nicht, dass Menschen austauschbar sind. Halte ich für, geht gar nicht. Also Menschen sind nicht austauschbar. Jeder Mensch ist ein absolutes Wunderwerk. Also es sei denn, er behandelt mich wie... Also ich glaube, ich habe ein bisschen das Prinzip, eventuell wie die Angelsachsen, oder es gibt zum Beispiel Kanadier, ich habe mit einem Kanadier gesprochen, der sagt, wenn ich nach Europa komme, habe ich ein Problem. Ich als Kanadier, für mich ist jeder Mensch erstmal mein Freund. Und der ist nicht mehr mein Freund, wenn er mir beweist, dass er ein Idiot ist. Und ich sage, wenn ich nach Europa komme, das hat gar nichts mit Deutschland zu tun, sondern in Europa hat man immer das Gefühl, man muss erstmal beweisen, dass man es wert ist, Freund zu sein. Und erst wenn man die Tests alle bestanden hat, dann kommt eventuell das Etikett, du bist mein Freund. Also das geht mir gar nicht in Deutschland, geht mir in Italien, geht mir überall so. Also ich gehe, glaube ich, generell erstmal in Anführungszeichen relativ freudig auf Menschen zu. Und glaube einfach nicht, dass auch in so einer Konstellation, was für eine Band, also erstmal habe ich das Glück, ich spiele mit Musikern zusammen, die sind also an ihren Instrumenten absolute Weltklasse. Also noch drüber hinaus, kann man sagen. Also Armin hat mit Eric Burden gespielt, der Stefan Zobler mit Chaka Khan in Amerika und also das sind alles, der Frank Kirchner hat mit Brecker Brothers gespielt, also das ist schon alles, das ist schon High-End, was da läuft. Gleichzeitig sind es menschlich wunderbare und die tauscht man nicht aus, sondern man versucht, solange man miteinander, es sind immer wieder Leute dazugekommen, das schon, es kam schon stückweise auch, es gibt auch Produzententeams, die wir teilweise dann auch ansprechen und mit denen wir es ausprobieren. Aber der Grundstock, finde ich, ist schon elementar, dass der einfach wächst. Und solange ein Baum wächst, soll man natürlich den umhauen und den nächsten pflanzen. Du kommst aus Bochum oder zumindest da deine prägende Jugend gehabt. Du warst in Köln, du bist nach Hamburg gegangen, warst in England auch, Berlin irgendwie inwieweit. Bemerkst du, dass das alles einen großen Unterschied auch macht, auch in der Art, was du raus mitgenommen hast? Also die England-Jahre waren die Zeit in England ist sowas zum Beispiel prägend, wenn man Deutschland anders versteht, weil man den Blick von außen auch hat und vielleicht durch England auch den Blick in die Welt noch mal mehr anders mitgenommen hat? Jede Stadt prägt dich. Jede Stadt ist anders. Also jede Stadt ist eigen. Ich habe auch lange in Köln gewohnt, ich habe auch mal ein Jahr in München gewohnt und ich habe in Stuttgart gewohnt. Also ich kenne Deutschland, glaube ich, relativ gut. Aber England ist klasse, weil England hat also mehr, die fahren jetzt nicht nur auf der anderen Seite, sondern die ticken einfach auch komplett anders. Also England, die Engländer, und das meine ich jetzt nicht, auch nicht besser, sondern einfach wunderbar anders. Die haben eine andere Selbstironie, die scheitern auch gerne. Die haben kein Problem mit dem Scheitern, die haben auch keinen vorauslaufenden Gehorsam. Die haben ein wesentlich schlechteres Sozialsystem. Die Schere zwischen Arm und Reich ist noch fataler, als schon in Deutschland auch schon ist. Die denken, ticken halt anders. Die sind höflich. Die geraten nicht so schnell in Panik, weil sie viel eigenverantwortlicher sind. Die reden auch nicht stundenlang über die Regierung oder über den Staat oder die Politik, weil die sagen, die gibt's, die sind auch wichtig, aber gleichzeitig mein Schicksal habe ich in meiner eigenen Hand. Die labern nicht so stundenlang rum. Also wenn ich als Deutscher versuche, den emotional zu erklären, wie ich das jetzt ja auch mache, dann haben die schon nach 10 Minuten gucken die auf die Uhr und denken, boah, ey, kann der jetzt mal aufhören, das nervt jetzt aber auch. Also oder wie Alex Silber gut beschrieben hat, der Alex, mit dem ich so, der hat sich ja hier dann verliebt in Berlin, mit dem ich zusammenarbeite, der lebt, wegen dem bin ich überhaupt wieder zurückgekommen nach Berlin, weil der sich hier verliebt hatte. Und dann habe ich ihn gefragt, wie findest du das denn so in Deutschland? Sagt er, ja, ich finde, Berlin ist die beste Stadt der Welt, also der ist Berliner, dagegen bin ich nur ein Halb-Berliner. Aber eins ist komisch am Anfang, was ich sag, was denn? Ja, wenn ich hier so essen gehe mit Leuten, dann gehen mich essen. Und dann sitzen wir da so und dann trinken wir auch was und dann ist auch lustig und dann kommen wir in die Politik und dann wird die Welt gerettet und über Deutschland und danach gingen alle deprimiert nach Hause. Und dann sagt er, wir Engländer, wenn wir essen gehen, also haben wir eindeutig, was schon völlig klar sein muss, ich will entweder tierisch besaufen, aber ich will glücklich auf mein Kopfkissen fallen, dann brauche ich ja nicht essen gehen. So, das heißt, also alles, was man macht an dem Abend, muss dahin führen, dass am Schluss man heiter ins Bett plumpst. So. Und das ist, glaube ich, das, wo wir vorhin auch schon drüber geredet haben. Dieses latente, sich selber in Frage stellen, ist nicht schlecht, aber kann im extremen Ausmaß auch schädlich sein, weil man nie in den Flow kommt, so würde ich sagen. Und das lernt man in England. Das Album, um zum Album zurückzukommen, hast du ja auch an verschiedenen Orten, die nicht alle in Deutschland lagen,
aufgenommen und an ihm gearbeitet. In Umbrien, in Visby. Was haben die Orte dann jeweils für Spuren hinterlassen in den Liedern von Das ist los? Ja, eindeutig. Das war zum Beispiel die erste Nummer, die ich geschrieben habe. Wir sind nach Italien gefahren, haben dieses Studio da in das Haus gebaut. Das sah aus wie so ein Pferdestall, so ein moderner Pferdestall. Einfach eine Ebene, kein Geschoss, nur eine Ebene. Und wir guckten ganz weit so übers Tal. War ein Riesenblick. Also wir guckten über das weite Tal, also 50, 60 Kilometer weit. Und am einen Ende hatte der Architekt, also der hatte das für sich selber gebaut, auch einen Raum eingebaut, der hätten wir gar nicht gebraucht, aber der war auch noch so für ein Studio angelegt. Und dann haben wir uns da hingesetzt, haben übers Tal geguckt und ich weiß bis heute nicht, wie ich das. Die erste Nummer war elegant, auch die Platte heißt die elegant. Tut, 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 tut. Und dann muss ich irgendwie angefangen haben, auf diesem Keyboard da so rumzuhacken. Ich weiß, es ist das einzige Stück, was ich, glaube ich, in meinem Leben nicht weiß, wie das entstanden ist. Aber diese Weite, in Italien sein zu können, in diesem Haus zu sitzen, es hat einen Garten, hat ein paar kleine Schlangen, ab und zu abends kamen die Schlangen, da waren so kleine Blindschleiche, auch giftige, die rannten da plötzlich auf der Wiese rum. Aber es war einfach wunderbar, es war wunderbar. Wir saßen da und dann kam noch Lorena und kochte uns dann auch mittags irgendwie Ricotta in Salatblättern und dann noch eine kleine Pasta, oder Pasta e Fagioli mit Bohnen und so. Es war einfach alles, besser ging es nicht. Und so sind wir eingestiegen, kamen wir dann mit 6 Liedern nach Hause, aber hatten zumindest die Euphorie, wir haben einen tollen Einstieg gefunden. So. Und dann sind wir dann gehen wir nach Schweden gefahren. Also ich mag Schweden, ich bin sehr oft in Schweden, aber an der Westküste. Und sind dann nach Gotland, da gibt es eben noch so ein altes Hippie-Studio am Hafen. Mitten am Hafen steht so ein Speicherhaus und da drin ist so eins aus den 60er Jahren, klassisches Studio mit allem Equipment, was kein Mensch mehr nutzt heutzutage. Es ist ein Museum, der hatte alles. Jeden Kompressor, jedes Delay, jedes Hallgerät, was jemals gebaut wurde. Alle Synthi, alles. Aber das nutzte alles schon nicht mehr heutzutage. Aber das war schon mal da. Und da saßen wir halt am Hafen und hatten dann, aßen uns dann die Haftskräfte. Das sind so diese langen Kaisergranat, sagen wir in Deutschland, sind so lange Krabben, die sind so lang, also wie Langustinen in lang. Mit Mayonnaise, ein paar Pommes dazu und ein bisschen Bier. Und saßen dann da, und das ist ganz was anderes, war im Winter, dann fing auch schon eben, das, da wurde es schon ein bisschen giftiger, weil dann kam schon dieses mit Russland an der Grenze, fuhren auch die ersten Militärschiffe, lagen dann da, weil Gotland liegt, ist quasi so das, was die Russen wohl unbedingt auch als erstes in der Ostsee angehen würden. Weil Kaliningrad, das ist ja die erste Zugang. Dann dachten wir, oh, das ist ein bisschen anders. Und dann war es auch klirrend kalt. Aber in dem Studio haben wir dann Das ist los, die Nummer dann zusammengeknallt. Und dann umgekehrt dagegen auch dieses Urverlust, dieses ganz ruhige Keyboard, diese Arpeggios. Aber der Platz, wo du aufnimmst, beeinflusst eindeutig dein, was du machst und wie du es machst. Natürlich beeinflusst dich das alles. Du bist ja in so einer Situation, wo du komplett unter Hochstrom stehst. Du stehst, sobald du das Signal startest, jetzt geht's los, bist du unter Hochstrom. Du schaffst auch, glaube ich, in der Zeit vielleicht 4-mal dich zu entspannen. Du bleibst immer auf dem Adrenalin-Level. Weil du ununterbrochen alles klaust und suchst und was es auf der Welt zu klauen gibt oder zu aufzusaugen gibt. Und auf dem Level bleibst du. Und bin ich heute noch. Du gehörst nicht auf. Du bleibst auf diesem. Und das beschreibt es eben auch, wenn du im Theater probst, dass die Zeit kürzer. Wenn du im Theater ein Stück probst, bleibst du 3 Monate voll unter Strom. Tag, nachts, am Wochenende, immer. Bis du auf die Bühne kannst und dieses Lied oder das Theaterstück spielst. Bleibst du immer unter Vollgas. Und danach? Danach klappst du dann einmal kurz runter. Ja, das ist jetzt, würde ich sagen, wird passieren nach der Tour. Also wenn ich das letzte Konzert gespielt habe von der Tour, dann werde ich, glaube ich, nach fast 2 Jahren zum ersten Mal wirklich richtig runterfahren können, hoffentlich. Das kann ich heute schon sagen. Bis dahin bleibst du drauf. Wenn du hoffentlich sagst, dann ist das, du hast das im Griff sozusagen. Weil es gibt ja auch viele Leute, die, wenn sie dann runterfahren, sagen, oh, okay, und jetzt? Und dann ist das eher... Das passiert nicht. Dann auch. Dieses Loch hast du auch. Also diese
maßlose Leere hast du dann auch, die, aber die kennst du und da kann ich jetzt heute noch nicht sagen, wie ich dann damit umgehe. Ich hoffe, ich krieg's hin. Aber das ist jetzt nicht so, das ist jetzt nicht kein Spaziergang oder so. Ich wollte, bevor wir nochmal mit Politik kommen und wieder drüber redet, wollte alles ich Fußball nochmal aufnehmen. Ja, und zwar, wenn wir verschiedene Orte hatten. Und ich natürlich als jemand, der selber Fußball findet, immer interessiert bin, hast du aus den anderen Orten auch Teams mitgenommen, dazugenommen? Hast du die reingeschoben? Hast du ein englisches Team zumindest? Mein Team war immer Arsenal, die gerade einen riesen Lauf haben wieder. Ich mochte auch Arsene Wenger unheimlich gerne. Die spielten so Fußball wie so eine Hovercraft, wie so ein Luftkissenboot. Die spielten total schwebend. Mein Sohn war dummerweise Chelsea-Fan. Das ging gar nicht. Oh je, oh je. Das ging gar nicht. Nee, in Schweden hatte ich jetzt keinen Fußballclub, würde ich sagen. Nee. Und Amerika spielen sie weniger Fußball. Nee, wenn überhaupt nur Arsenal. Bochum nicht? Ja, Bochum. Moment. Also Bochum ist halt, das ist ja ein ganz anderes Thema. Das ist ja schon nicht mehr, das ist ja mehr Kult. Ja. Nein, ich war als Kind immer Borussia Dortmund-Fan, weil Bochum dann in der Westfalenliga spielt. Die spielen ja nie in den oberen Ligen. Die sind ja erst, viel, viel später aufgestiegen über die ganzen Ligen. Und ich war als Kind immer Dortmund-Fan. Borussia Dortmund-Fan. Mein Vater arbeitete in Gelsenkirchen, der war Schalke-Fan. Und ich war, das ging gar nicht für mich. Ich war halt Dortmund-Fan. Und war auch Hans Dilkowski, zwischen den Wäschestangen war ich immer Hans Dilkowski, war der Torwart. Also, und ich ging auch wie der, ich sah auch ein bisschen so aus, der hatte immer so eine Kappe auf. Nee, ich war absolut, und hatte auch die Trikots von Dortmund und habe selber 10 Jahre im Verein gespielt. Was ist die ultimative Dynamik? Der Vater Schalke-Fan, du Dortmund-Fan? Also mehr geht ja an Familien. Reiberei, was das anging, ich will jetzt auch nicht sagen, wie wir Schalke immer tituliert haben, das lassen wir jetzt weg. Aber und dann kam zum Glück Bochum, da konnten wir uns beide drauf einigen. Dann waren die plötzlich auch in der Regionalliga, in der Bundesliga. Und natürlich bin ich Bochum-Fan, ja. Aber dass sich dieses Lied zum Beispiel dazu entwickelt hat, wie das Lied Bochum, dass die das immer spielen, davon habe ich natürlich nie gerechnet, dass sich das so einem Stadionsong entwickelt. Und wie fühlt sich das so an, Stadionsong geliefert zu haben? Surreal, ja, irre. Irre. Ich war schon ein paar Mal ja auch da, oder jetzt auch, haben die das ja netterweise auch da in Bayern, die haben ja 50 Jahre Fanfreundschaft gefeiert vor ein paar Wochen und haben die das in München im Stadion gespielt, das Lied. In München. Ja, das ist, ja, irre. Irre. Na, dann kommen wir zu leichteren Themen zurück. Gut. Politik? Ja, viel leichter. Schön. Meine Familie kommt aus dem Iran, deswegen hat deine Hand mich wahnsinnig berührt und ich habe auch heute ein Frauenleben-Freiheit-T-Shirt an. Und der Song bildet ja so ein bisschen das Gravitationszentrum des Albums, aber es geht generell sehr viel um, ich hasse diesen Begriff, aber starke Frauen, es geht um Feminismus und wie kam das Thema für dich auf? Weil, wenn ich mal so frech sein darf, du bist dann doch schon ein älterer weißer Mann. Ich gehöre sicherlich zum älteren weißen Mann. Ich gehöre sicherlich zu der Generation, die jetzt nicht nur die Welt nur, also wir haben schon viel Mist angerichtet. Und ich glaube, aber ich glaube umgekehrt, wenn man so meine, also erstmal habe ich mich mit dem Thema immer beschäftigt. Ich fand schon als Kind, erstmal soll ich ein Mädchen werden. Ich habe immer unter dem Zwiespalt gelitten. Meine Mutter hat mir immer gesagt, ich wollte nicht noch einen Jungen. Und du solltest Friederike heißen. Ich habe mich auch immer vorgestellt, die hat mir auch gesagt, wie ich heißen sollte. Ich habe mich immer vorgestellt, ich heiße Herbert, sollte aber Friederike heißen, habe selbst in meine Kinderbücher noch geschrieben. Herbert Grönemeyer, Friederike Grönemeyer. Die haben mich auch als Mädchen angezogen, als Kind. Ich fand Mädchen früher schon immer, also losgelöst von den anderen, immer auch beim Glanzbilder tauschen oder ich weiß nicht was. Also wir hatten eine riesen Clique in Bochum, also auch in dem Viertel, wo ich wohnte. Ich fand so, wie die sich unterhielten und was da so los war, schon immer hochinteressant. Ich bin groß geworden natürlich mit ganz viel, in Anführungsstrichen, starken Frauen, weil es natürlich nach dem Krieg wenig Männer gab. Ich komme aus einer Familie, die waren eben auch geflohen aus Estland, also mussten nach Deutschland zurück, weil die Russen kamen. Und das war eine riesen Frauengemeinschaft, die wohnten in Röhrkasten, auch zum Teil alle in einem Haus. Tante Adi, Tante Uki, Tante Onkel, also ein Mann, Onkel Paki, Tante Lucie, Tante Tibu, die wohnten alle in einem Haus. Waren alles sehr kluge, sehr gestandene, Tante Rita, Tante Wilma, waren alles gestandene Frauen, die kamen auch zu uns oft auf uns aufpassen zu Hause. Und auch meine Mutter war eine sehr strenge Frau,
Aber ich würde sagen, meine Eltern waren über 50 Jahre zusammen. Das war ein Mörderduo, die beiden. Also die haben sich erstmal wahnsinnig geliebt, waren mit uns sehr, sehr streng. Aber meine Mutter hat sicherlich nicht unter meinem Vater irgendwie gelitten. Die waren absolut auf Augenhöhe, die beiden. Und ich glaube einfach, dass es schon immer elementar war, dass sich dieser Kampf einfach immer weiter fortsetzt, weil das ist, also ich glaube, ohne den weiblichen Kopf sind wir komplett aufgeschmissen. Also das ist einfach so, weil der weibliche Kopf sich einfach ganz anders mit Dingen auseinandersetzt. Und es gab mal einen unheimlich guten Abend bei dem Michael Steinbrecher. Das ist ein alter Freund von mir. Der Michael, der macht dieses Nachtcafé im Südwestfunk, glaube ich. Heißt das Nachtcafé, so eine Talkshow. Und dann hat der so Liebespaare da gehabt. Und dann hatte der ein Ehepaar, zwei Frauen, wo der eine eben Transgender, also der hat sich dann, ist zur Frau geworden, hat sich dann, und der beschrieb unheimlich klug, sagte, ich war ja früher ein Mann, Bundeswehr, glaube ich, Soldat gewesen, oder war in der Bundeswehr gewesen. Und er sagte, ich kann beide Seiten beurteilen. Sagte, der fand ich irre. Er sagte, ich weiß, wie ich als Mann getickt habe beim Herangehen an ein Problem. Und jetzt bin ich eine Frau. Und ich denke ganz anders. Ich weiß aber in meinem Kopf exakt, wie ich früher gedacht habe. Und das fand ich hochinteressant. Also ich glaube, ohne diese zwei Pole, diese zwei Pole des Denkens, sind wir einfach komplett also hilflos. Und das haben die Männer natürlich, weil sie sich zum Teil, glaube ich, dem nicht gewachsen fühlten, versucht zu unterdrücken. Und ich glaube, meine These ist, man unterdrückt nur das, dem man sich nicht gewachsen fühlt. Das ist los. Warum nicht deine Hand? Deine Hand war auch im Gespräch. Und das Symbol des Covers sind ja zwei Hände. Also zwei. Das ist los, fand ich. Also ich habe ganz viele, ich weiß gar nicht, was ich alles für Titel hatte. Durchschwung und die absurdesten Dinge. Deine Hand stand auch, oder auch nur Hand, war auch eine Idee, nur Hand. Es ist dann, das ist los, war dann einfach so. Also manchmal habe ich einen Titel für eine Platte vorab. Also ich wollte schon eine Platte Bochum nennen, da war gar keine Platte Nummer Bochum drauf. Ich wollte auch schon mal eine Platte Dieter nennen, weil alle Leute mich gefragt haben, wieso Dieter? Ja, die heißt Dieter. Ja, wieso denn Dieter? Ja, das ist der Name der Platte, der heißt Dieter. Ich habe die jetzt Dieter genannt. Ach so, interessant, gut. Und das ist los, fand ich dann einfach ein bisschen kantiger. Und das Cover mit den zwei Händen, woher kommt das? Das kommt von Belgiern, von Bold. Das ist ein Team um herum, das ist das Team von Stromae, den ich also bin ein Riesenfan von Stromae, also einer meiner absoluten Top-Künstler, die finde ich einer der genialsten Künstler der Jetztzeit. Und der hat um sich rum halt, der macht selber auch, hat auch so ein Modelabel, yeah. Mozart. Und das ist, die haben auch schon das Tumult, die ganze Artwork für Tumult gemacht. Und mit denen habe ich mich hingesetzt und zusammengesetzt und habe denen so erzählt, worum es geht und was wir machen und was die Idee des Albums ist. Und dann kamen die damit. Also das ist dann schon so, dass ich das dann auch abgebe. Also ich weiß nicht alles. Was bedeutet das für dich? Das ist eben einerseits die offene Hand, das ist eben auf Leute, dass man die Hand offen hält, damit Menschen einschlagen können und gleichzeitig, dass man ihnen auch hilft. Also im Grunde symbolisiert das den Text von deiner Hand. Im Grunde ist das der. Das ist los, mit den Händen heißt halt, das ist das, was wir jetzt leisten müssen. Wir sind in einer Zeit, die halt eine massive Solidarität erfordert. Das ist, glaube ich, und glaube ich auch als Symbol, wir müssen wieder zurück mit den Händen, weil die haben wir lange nicht mehr gebraucht. Weil wir in der Pandemie ja uns auch nicht mehr die Hände gereicht haben, weil wir natürlich uns eher nach hinten gehen. Aber jetzt ist erforderlich, dass wir unglaublich nach vorne gehen, weil das Drama auf der Erde einfach so heiß ist, dass wir das nur noch gemeinsam stemmen können. Wir haben jetzt viel über das Album gesprochen, dass du dich mit den Themen der Zeit auseinandersetzt. Was mich interessieren würde, hast du auch nostalgische Momente oder bist du jemand, der das wegschiebt? Nee, ich bin kein großer Nostalgiker. Ja. Nein. Also ich bin sicherlich durch mein Alter schon, habe ich mal, also gehe ich auch mal zurück, aber von meinem Wesen her bin ich eher jemand, der sehr nach vorne denkt. Ich denke wenig nach hinten. Und auch nicht,
Also ich bin extrem sentimental, was meine Lieder angeht. Oder auch kitschig. Oder auch dadurch, dass meine Mutter aus Estland kam, viele Vorfahren auch aus Russland, habe ich schon so eine sentimentale Ader. Ich mag zum Beispiel auch nicht im Radio meine alten Lieder hören oder so. Also wenn ich dann irgendwie, oh Gott, bloß nicht. Im Stadion aber? Doch, spielen tue ich die wahnsinnig gerne. Naja, das macht ja Bock. Das, ich spiele ja alles, was Spaß macht, spiele ich gerne. Aber ich bin eher eben auch, was so, ich orientiere mich selber auch immer an der Musik der letzten zwei Alben oder einem Album oder so. Ich kann ich höre auch meine Musik nicht oder es sei denn, ich mache eine neue Platte, dann höre ich da nochmal so durch, wie klingen die oder wie ist die Produktion oder so. Aber sonst bin kein großer Nostalgiker. Woher schöpfst du ganz persönlich Zuversicht, das große Thema des Albums? Du hast viel erlebt in deinem Leben, auch Verlust. Wie behältst du eben noch so eine Zuversicht und woher ziehst du sie? Ich glaube, vielleicht will ich auch ein bisschen durch die Erfahrung, die ich damals gemacht habe, auf einer anderen Ebene natürlich, wo ich aber auch erlebt habe, als es mir so verdammt schlecht ging oder wirklich sehr, sehr schwierig alles war, wie sehr mir andere geholfen haben, wie das Zusammenhalt mit anderen mich aus dieser komplexen Zeit rausgeholt haben. Und das ist meiner Meinung jetzt dasselbe fast. Wir leben in einer Zeit, die unglaublich herausfordernd ist und gemein und böse und brutal. Und da kann man sich nur festhalten. Und das hat auch nichts mit irgendwie christlichem Glauben oder irgendwelche Versponnenheit oder esoterischem Kappes zu tun. Sondern woher kann man sich festhalten? Oder ich meine, das ist auch bei dem Lied Schlüssel. Also wenn man auch mit zum Beispiel, also das wird euer Thema sein, wenn ihr über den Iran spricht. Wenn man heute sich mit ukrainischen Flüchtlingen unterhält oder hört, wie die erzählen. Das ist der Funke Hoffnung, den sie haben. Schaffen wir es durch Zusammenhalt und durch uns gegenseitig zu motivieren, durch die Unterstützung von außen, schaffen wir es, mit dieser Situation klarzukommen. Das ist in solchen Krisen die einzige Keimzelle, wo man sich die Zuversicht zusammenbastelt. Und das kenne ich selber, habe ich selber erlebt. Und das ist für mich ein Lebenselixier. Und so kenne ich das auch von selbst wenn ich mit meinem Vater gesprochen habe über den Zweiten Weltkrieg oder so. Dann fragt man sich auch, wie konntest du dazu kommen, dass du eben wieder es geschafft hast, dem Leben so entgegenzugehen. Er hat seinen Arm verloren in Stalingrad, hatte nur einen Arm. Und weil er seinen Vater verloren hat, als er vier war, stand daneben, als er in die Grube stieg, mein Großvater. Da musste mein Vater hin, da war ein Gaseinbruch in der Grube, stand er daneben mit seiner Mutter. Und er war der lebensfreudigste Mann auf dieser Erde. Hatte eine Lebensfreude, die war unerträglich fast schon. Weil der immer gesagt hat, du schaffst es nur in der Gemeinsamkeit mit den anderen, dich da rauszubasteln. Ja, und deswegen, das widerspricht komplett diesem Ego-Trip, weil der wird ins Leere laufen, weil alleine schaffst du gar nichts. Da kannst du dich noch so oft fotografieren und noch so oft photoshoppen und noch so vorchecken, wie du aussiehst und noch so botoxen, wie du willst. Das Alter ereilt dich und die Krise ereilt dich auch, da kannst du machen, was du willst. Und dann fang besser früher an. Du hast gerade das Wort Alter kurz gesagt. Welches? Das Wort Alter. Alter, ja. Also zum einen würde mich interessieren, wie weit du darüber nachdenkst und ob du auch planerisch darüber nachdenkst, dass sowas wie ein Karriereende für dich irgendwann mal gesetzt hat oder ein Punkt, wo du sagst, bis zu dem Punkt möchte ich das machen oder ist das so? Nee, das auf der Bühne Modelle, irgendwann rum. Das geht, bis es Bumm macht. Ja, das würde ich schon sagen. Also ich denke, ich werde jetzt nicht mehr über die Bühne flitzen, muss jetzt schon gucken, wie ich noch flitzen kann. Aber nein, ich ob da noch einer kommt, ist die andere Frage. Aber mein Vorbild, ich habe mal ein Duett gesungen mit Charles Aznavour, Mes Amours, Mes Emmerdes. Und der hat bis 92, glaube ich, gesungen. Solange ich da rumkraxeln kann oder stapfen kann, singe ich halt, solange meine Stimme noch hält. Das wäre ich ja bescheuert. Also ich mache das ja nicht. Ich habe ja nicht die Karriere des Sängers eingeschlagen. Ich singe seit in meiner ersten Band, die hatte ich mit 13 Jahren. Ich singe mein Leben lang. Seit 50 Jahren singe ich in jedem Feuerwehrzelt und in jedem Jugendheim, was gerade mal auf hatte oder wo eventuell Klavier stand, was ich selber dann noch gestimmt habe am Abend. Keine Ahnung. Ich singe an jeder roten Ampel. Wurscht. Hauptsache, ich kann irgendwo singen. Ich bin so Kampfsänger.
Oder der Claude Ruder, ein Freund von mir, zum 50. Geburtstag von mir eine Rede gehalten. Ich hätte auch schon immer meine Gitarre dabei gehabt, wenn wir in die Jugendherberge gefahren wären. Und da hätte ich immer gesagt, da soll ich mal was singen? Und die haben, nein, nicht schon wieder singen, er wird nicht schon wieder Morning Has Broken. Bitte nicht schon. Ich könnte jetzt was. Nein! Also ein bisschen wie bei Asterix und Obelix. So ein bisschen dieser Typ, den sie da anketten. Ich singe immer. Ich singe bei jedem Wetter. Ich kann es irgendwo hinstellen, ich singe. So. Und das werde ich immer machen. Ich wäre bescheuert. Also das ist genauso, wenn du sagst, hörst du jetzt auf zu küssen oder so. Das will ich auch nicht sagen. Ja, ab morgen nicht mehr. Oder so. Aber natürlich ist ein Alter, also losgelöst, natürlich ist ein Alter ein Thema als solches. Aber was die Karriere angeht, werde ich die Leute so lange nerven, bis der Letzte die Tür zumacht. Und selbst das werde ich nicht merken, weil ich selber so einen Spaß habe auf der Bühne. Singe ich halt ohne Publikum weiter. Wir haben auch hier im wirklich eine Tour gespielt. Wir haben hier im Quartier Latein gespielt. Da gehen, glaube ich, 1500 Leute rein. Hier in dem im Wintergarten heißt das heute. Bei der Total-Egal-Tour. Und dann hatten wir schon Bier und Käsebrote hinter der Bühne. Und dann kam unser Betreuer rein, der Alex Elbertshagen, und machte so. Und er sagte, oh, echt, läuft? Zwei Leute sind da. Und dann, okay, dann warten wir vielleicht noch ein bisschen. Warten wir noch eine Viertelstunde. Haben wir noch ein bisschen Bier getrunken. Und dann kam er wieder rein. Wie immer noch zwei. Ja, dann geh doch mal hoch ins Café, frag doch mal, ob da einer runterkommen will. Dann hatten die so ein Café. Also am Schluss waren, glaube ich, 22 Leute da. Ne? Aber wir haben 4 Zugaben gegeben. Also, das will ich erklären. Und wir hatten tierische Laune, weil wir gingen tierisch ab. Oder in München haben wir gespielt, in Alabama, da kamen wir an, haben gesagt, wir haben 10 Karten verkauft. Aber was wir machen, wir stellen in so Bierbänke rein, sieht voller aus, wenn da so Bierbänke stehen. Ist nicht ganz so leer. Also das wird vielleicht auch wieder so werden, in meinem Leben, eventuell dann später. Aber das macht mir nichts. Also ich singe halt wahnsinnig gerne. Ich singe halt gerne. Und wir alle, auch als Band, wir spielen auch bei jedem. Meine Band spielt wirklich auch bei Weinfesten oder also bei Hochzeiten, einfach um zu spielen. Das ist ein Spieltrieb. Wir sind halt irgendwelche Blagen. Wir sind halt irgendwie ein bisschen. Und deswegen werde ich das nie. Es gibt kein Karriereende. Also, eine liebe Gott sagt, halt mal das Maul jetzt.